Moin. Die Honigmann-Nachrichten Nummer 129 vom 18. Juli 2012. Wien. Das kleine Eiland Ikara hat genug von der Wirtschaftskrise. Die Insulaner wollen sich Österreich anschließen. Möglicherweise soll das ein auslaufendes Abkommen mit Athen bewerkstelligen können. Von Max Böhnke heute bei Welt Online zu lesen. Von der griechischen Insel Ikara bis nach Wien sind es etwa 2000 Kilometer. Kein Hindernis für die Insulaner aus der Ägäis, mit den Österreichern große Zukunftspläne zu schmieden. Anlass für die skurrile Überlegung ist die Tatsache, dass in dieser Woche das 100-jährige Annektierungsabkommen zwischen Athen und Ikara ausläuft. Die Insel gehört bis zum Jahr 1912 zum Osmanischen Reich. In jenem Jahr tobte der italienische türkische Krieg. Die Insulaner nutzten die Gunst der Stunde, erkämpften ihre Unabhängigkeit und erklärten sich kurzerhand zum Freistaat. Wenig später allerdings schloss man einen Angliederungsvertrag mit Griechenland, Vertragsdauer 100 Jahre. Auf den ersten Blick erscheint die Angliederung an Österreich etwas wahllos, doch bei genauer Betrachtung ist das Alpenland die einzig logische Konsequenz. Die etwa 60 Kilometer entfernte Türkei ist nach Ikarias Abnabelung vom Osmanischen Reich eher unbeliebt und im Zweiten Weltkrieg stand die Insel zwischenzeitlich unter deutscher und italienischer Besatzung. Bleibt ja quasi nur noch Österreich. Ist auch wieder deutsch. Grundsätzlich wäre die Annäherung zwischen Mittelmeer und Neusiedlersee ja auch ein wunderbares Zeichen der europäischen Integration und Identifikation. Für die Insulaner ist die sonderbare Ankündigung zumindest eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Wenn man uns jetzt keine neuen Straßen und kein Krankenhaus zusichern kann, können wir die Loslösung von Athen beschließen, drohen sie. Zum Freistaat wollen sie aber nicht zurückkehren. Unabhängig zu bleiben ist für uns schwierig. Wir können uns aber den Anschluss zu einem anderen Staat fordern. Natürlich nicht zur Türkei, lieber zu Österreich, sagten die Bewohner bei den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum ihrer Unabhängigkeit. Moskau. Die russischen Haushaltsausgaben für die nationale Verteidigung werden 2013 im Vergleich zu 2012 um 25,8% angehoben, heißt es in den Hauptrichtungen der Haushaltspolitik für 2013 und Planperiode 2014 und 2015. Das Dokument wurde am Mittwoch auf der Webseite des Finanzministeriums veröffentlicht. Die Ausgabenposten Nationale Sicherheits- und Rechtsschutz nehmen um 9% zu. Gleichzeitig werden die Ausgaben für das Gesundheitsbildungswesen, für Kultur, Filmkunst, für Sozialpolitik sowie die Ausgabenposten Nationale Wirtschaft und allgemeine Staatsangelegenheiten 2013 gegenüber 2012 gekürzt, hieß es. Der Anstieg der Verteidigungsausgaben soll sich in den Jahren nach 2013 verlangsamen. 2014 werden um 18,2% gegenüber 2013 und 2015 um 3,4% gegenüber dem Jahr zuvor steigen. In absoluten Zahlen steigen die Ausgaben des Staatshaushaltes für die Posten Nationale Verteidigung und Nationale Sicherheit und Rechtsschutz von 3,7 Billionen Rubel 2012 auf jeweils 4,357 Billionen Rubel 4,655 Billionen Rubel und 4,935 Billionen Rubel in den Jahren 13, 14 und 15. 1 Euro rechnet man ungefähr mit 40 Rubel um. Der Umfang der Staatshaushaltsbewilligung für das Gesundheitswesen wird sich in den nächsten 3 Jahren um absolute Zahlen verringern. Es ist zu betonen, dass der Gesamtaufwand der Staatsausgaben für das Gesundheitswesen nicht nur zurückgeht, sondern sich nur die Finanzierungsquelle ändert, wobei die obligatorische medizinische Versicherung ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird, hieß es in dem Dokument. Tel Aviv. In Israel hat ein ultranationalistischer Parlamentsabgeordneter im Zorn ein unaufgefordert zugesandtes Exemplar des Neuen Testaments zerrissen. Nachdem am Dienstag Aufnahmen von der Tat im Internet kursierten, entzündete sich daran eine öffentliche Debatte. Der Abgeordnete Michael Ben-Ari von der Nationalen Union rechtfertigt sein Vorgehen damit, dass dieses abscheuliche Buch für millionenfachen Mord verantwortlich sei. Naja, deren Bücher nicht. Die sind zum Teil noch sehr, sehr viel schlimmer.
Er verwies etwa auf die Judenverfolgung durch die kirchliche Inquisition. Das Versenden der Bibel einschließlich des Neuen Testamentes durch die Bibelgesellschaft sei eine schreckliche missionarische Provokation, sagte Ben Ari. Das Buch und die Absender gehörten auf den Müll der Geschichte. Naja. Peking. Kurz vor einer weiteren Abstimmung über eine Syrien-Resolution im Sicherheitsrat hat sich UN-Generalsekretär Ban Ki-moon in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Hu Jintao getroffen. Wann wird er bei dem Gespräch versuchen, China zur Unterstützung des von mehreren westlichen Staaten eingebrachten Entwurfs zu bewegen? Dieser Entwurf sieht Sanktionen gegen die syrische Führung vor. Bislang hatte sich China allerdings ebenso wie Russland gegen die Sanktionen gestellt. Außerdem geht es um Verlängerung des UN-Beobachtungseinsatzes in Syrien um 3 Monate. Dieses bisherige Mandat läuft am Freitag ab, wenn Syrien vor allem in der Hauptstadt Damaskus dort unterdessen die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen an. Kolumbien. Die NASA-Indianer in der Provinz Guacha im Südwesten Kolumbiens haben rund 100 Soldaten von ihrem Stützpunkt vertrieben. Dazu gehören auch Regierungstruppen. Der Stamm stellte dem Militär das Ultimatum, das Lagergelände vor Mitternacht zu verlassen. Nach Worten der Indianer können sie das Leben auf der Feuerlinie nicht länger aushalten. Ihre ursprünglichen Siedlungen wurden zum Schauplatz der Kämpfe zwischen der Armee und der FARC-Rebellen. Das Armeekommando behauptet, einen Befehl zur provisorischen Umdislozierung erlassen zu haben, um weitere Konflikte mit Indianern zu vermeiden. Persischer Golf. Sommerliche Schwüle herrscht am Golf. Die Luft ist wie elektrisch geladen. An Konflikten fehlt es nicht. Und manchmal wird scharf geschossen, wie dieser Tage, als das amerikanische Versorgungsschiff UNSNS Rappahannock ein indisches Fischerboot unter Feuer nahm. Die Inder hatten Warnungen ignoriert. Ergebnis: ein Toter, 3 Verletzte. Es stört bei den Amis niemanden, wie viele Tote und Verletzte irgendwo auf der Welt passieren. Hintergrund: seit vor mehr als 10 Jahren die USS Cole, modernster Raketenkreuzer der US-Marine, im jemenitischen Aden von seinem Schlauchboot voll Sprengstoff fast versenkt worden war, gelten im Zweifel klare Verhaltensregeln. Erst schießen, dann fragen. Das kennen wir schon aus der Indianerlehre der Amis. Persischer Golf, sagen die Iraner, arabischer Golf, die Araber. Hinter dem Namensstreit verbirgt sich die Frage, wem der Golf, das Öl, die Macht gehören. Die Saudis allerdings wissen sich gegen iranische Erpressung zu wehren mit Geld und Pipelines. Ohne viel Aufhebens wurde die bestehende Gasleitung vom saudischen Abgak, dem Ölzentrum im Osten Saudi-Arabiens, auf Öl umgestellt. Jetzt fließt 1/4 des saudischen Erdölexporte Richtung Rotes Meer. Noch mehr Kapazitäten hat die neue Pipeline durch die Vereinigten Arabischen Emirate, durch die VAE, von Habschan nach Fujairah. Insgesamt werden damit 6,5 Millionen Barrel pro Tag und rund 7% des täglichen Weltbedarfs von etwa 85 Millionen Fässern pro Tag an den Iranern vorbeigeleitet. Mit diesen Bypässen sinkt die Macht des Iran über die globalen Ölmärkte weiter. Am Südufer des Golfs unterhalten bereits die Amerikaner eine ausgedehnte Luftwaffenbasis und das US-Zentralkommando für die Steuerung von Einsätzen zwischen Mittelmeer und Afghanistan. In Bahrain ist die 5. Flotte zu Hause. 2 Flugzeugträger, Zerstörer, Luftabwehr, U-Boot-Abwehr und Versorger kreuzen im Indischen Ozean vor der Straße von Hormuz, dem strategischen Nadelöhr für bis rund 20% des Öls der Welt. Die Flugzeugträger sind mit jeweils rund 80 Kampfjets bestückt, bisher vor allem für Luftunterstützung in Afghanistan, angeblich. Sie bilden gleichzeitig die Substanz dessen, was die amerikanische Diplomatie seit Beginn des Atomwaffenstreits mit dem Iran meint mit dem Satz: alle Optionen bleiben auf dem Tisch. Dabei setzt die Revolutionsgarden des Regimes durch Erlösungsglauben und materiellen Privilegien befeuert auf Masse gegen Klasse. Ein Raketenregen sowie Schwärme aus kleinen, schnellen Motorbooten, die durch die Überzahl die Abwehr saturieren sollen. Sie drohen den Golf zu sperren durch Versenkung von Tankern, würden damit aber, der Golf ist internationales Gewässer, die freie Seeschifffahrt blockieren. Das wiederum würde unweigerlich die Amerikaner veranlassen, militärisch einzugreifen.
Nebenkriegsschauplätze sind Ägypten und Syrien. Ägypten, wo der oberste Militärrat und die Muslimbrüder miteinander ringen, die Kontrolle über den Sinai verloren ist und alle Nöte, die den Aufstand von dem Tahrirplatz angetrieben, unverhindert bestehen. Syrien, wo der innere Bürgerkrieg alle Nachbarstaaten alarmiert, am meisten Israel, wo der Generalstab Notfallpläne entwickelt für den Fall, dass der Staat zerfällt und Unmengen von Chemie- und Biowaffen Syriens herrenloses Gut werden und in die Hände radikaler Islamisten geraten. Im Mittleren Osten ist Vorkriegszeit. Die Juden sind schneller da und stehlen sich das. In großen Teilen haben sie übrigens schon. So ist es heute auszugsweise von Michael Stürmer bei Welt Online zu lesen. FSA-Terroristen starten Vulkan-Damaskus-Offensive, titelte mein Parteibuch 2 Block am Dienstag. Wie die französische Propagandaagentur AFP mitteilt, haben Mitglieder der von NATO und GCC-Staaten unterstützten Terrorgruppe FSA am heutigen Dienstag eine Offensive mit Namen Vulkan-Damaskus-Erdbeben in Syrien gestartet, die den syrischen Terroristen nahestehenden syrischen Muslimbruderschaft riefen die Anhänger in diesem Zusammenhang zur Entscheidungsschlacht auf. Im Verlauf der Terroroffensive sind in Damaskus und anderen Orten zahlreich bewaffnete Banditen, deren Anzahl von NATO-nahen Propaganda-Outlets auf über 1000 angegeben wurde, öffentlich in Erscheinung getreten. Die Journalistin Maria von Aschina teilte mit, dass die syrische Armee den Terroristen das Angebot gemacht hat, sich zu ergeben. Die Terroristen sich jedenfalls dies jedoch abgelehnt haben. Sie flüchteten und lehnten die syrische und lehnt die syrische Armee heute genau wie alles andere ab. In Folge meldete die syrische Armee Maria von Oshina zufolge inoffiziell, sie habe in Kaban nordöstlich von Damaskus 140 Terroristen verhaftet, 33 getötet im Damascener Stadtteil Tadamon in den letzten 24 Stunden. 223 Terroristen verhaftet und 120 getötet. Die Entscheidungsschlacht um die Hauptstadt beginnt so langsam und wir sehen, es wird wahrscheinlich noch viel, viel heftiger werden, vor allem durch die vom westlichen Staaten bezahlten Banditen. Der Krieg ist an allen Fronten. Die russische Regierung hat endlich kapiert, dass ihre politische Opposition bezahlt wird, von der von den Steuerzahlern der Vereinigten Staaten von Amerika finanzierten National Endowment for Democracy und andere Abteilung des CIA, des Außenministeriums, in einem Versuch, die russische Regierung zu stürzen und ein amerikanisches Marionettenregime im geografisch größten Land der Erde einzurichten, dem einzigen Land mit einem Arsenal von Atomwaffen, das ausreicht, um Washingtons Aggression abzuschrecken. So antikrieg.com. Am Dienstag mit einem Artikel von Paul Greg Roberts vom Montag. Gerade wie Ägypten früher in diesem Jahr hunderte Leute auswies, in Verbindung stand mit im Ausland finanzierten NGOs wegen Erregung von Dissens und Einmischung in Angelegenheit, hat die russische Duma, das Parlament, gerade ein Gesetz beschlossen, das Putin demnächst unterzeichnen wird und das bestimmt, dass politische Organisationen, die Geld aus dem Ausland erhalten, sich als ausländische Agenten registrieren lassen müssen. Das Gesetz basiert auf dem Gesetz in den Vereinigten Staaten von Amerika, das die Regierung fremder Agenten und die Registrierung fremder Agenten festlegt. Ein großer Teil der russisch-politischen Opposition besteht aus vom Ausland bezahlten Agenten und sobald das Gesetz in Kraft wird, werden sich führende Elemente der politischen Opposition Russlands beim russischen Justizministerium als Agenten Washingtons registrieren lassen müssen. Muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Agentur ITA-TASS berichtete am 3. Juli, dass es in Russland um die 1000 Organisationen gibt, die vom Ausland finanziert sind und sich politisch betätigen. Man stelle sich das Geheul vor, wenn die Russen 1000 Organisationen in den Vereinigten Staaten von Amerika finanzieren würden, die sich bemühen, in Amerika einen russischen Marionettenstaat zu errichten. Paris ernennt einen neuen Hauptfeind. In Paris wird weiter laut über einen Militärschlag in Mali nachgedacht, berichtet am Montag agfriedensforschung.de unter Berufung auf die junge Welt.
Am Donnerstag sprach Außenminister Laurent Fabius davon, dass der Einsatz von Gewalt gegen islamische Rebellen im Norden des westafrikanischen Binnenstaates von einem Moment auf den nächsten beginnen könnte. Im selben Atemzug erklärte der einstige Premier von 1984 bis 1986 und Ex-Finanzminister 2000 bis 2002, die bewaffneten Aufständischen der Al-Qaida im islamischen Maghreb, AQIM, und mit ihr verbündete Gruppen wie Ansar Dine zum Hauptfeind Frankreichs. Das ist doch eigenartig, wo angeblich die alle herkommen und wer die alle bezahlt, wo Al-Qaida überall sein soll. Eine fiktive Organisation des CIA. Das wissen wir doch in der Zwischenzeit, naja, fast alle. Die Lage in der französischen Ex-Kolonie nannte der Außenminister eine sehr schlimme Angelegenheit, weil sich die Terroristen zum ersten Mal an den wichtigen Städten festgesetzt haben. Das Eingreifen der internationalen Gemeinschaft sei nötig, bevor die Rebellen in der Lage sind, sich auf den ganzen Staat auszuweiten. Übrigens, in Mali gibt es auch Öl und seltene Erden, darf man nicht vergessen. Da heißt man wirklich hinterher, die gibt es nicht überall. Am vergangenen Mittwoch hatte AQIM-Verbände für die Gründung eines islamischen Staates kämpfen, konkurrierende Tuareg-Rebellen, der zuletzt von Frankreich bevorzugten nationalen Bewegung für die Befreiung von Azawad aus ihrem letzten Bastion in der Stadt Ansogo nahe der Grenze zu Niger vertrieben. Im Bündnis der MNLA, die für einen unabhängigen Tuareg-Staat Azawad für den Waffen gegriffen hat, und der AQIM war wegen ideologischer Differenzen zerbrochen. Derweil plant Paris wie in alten Zeiten die Zukunft fremder Nationen. Zunächst gelte es in Mali, die verfassungsmäßige Ordnung im Süden wiederherzustellen, nahm Fabius Bezug auf den Putsch unzufriedenen Militärs im März. Kurz vor den Wahlen im April hatten die Soldaten unter Führung Amadou Sonogos, dem amtierenden Präsidenten Amadou Toumani Touré, Unfähigkeiten in der Bekämpfung des seit langem schwelenden Rebellenaufstandes in der Sahelzone vorgeworfen und ihn aus dem Palast verjagt. Addis Abeba. Äthiopische Regierung mischt sich in Angelegenheiten von Muslime ein in Addis Abeba. Die äthiopische Regierung führt im Einklang mit der Einmischung in die Angelegenheiten der Muslime am Samstag beim Angriff auf die Moschee in einer Hauptstadt dieses Landes Addis Abeba zur Verletzung von 200 Muslimen. Das meldete German.IRIB am Dienstag. IQNA zufolge warf die Polizei den Muslimen vor, eine Protestkundgebung abgehalten zu haben und griff sie an, bevor etwa 200 Menschen verletzt wurden. Die Polizisten setzten bei diesem Angriff Schlagstöcke und Tränengas ein. Einen Tag nach diesem Angriff nahm die Polizei auf Anordnung der Regierung 72 Betende in Addis Abeba fest. Der Regierungssprecher behauptete, die Muslime hätten die Moschee für politische Zwecke genutzt. Moskau. Tadschikistan akzeptiert längere und kostenlose Präsenz von russischer Militärbasis. Rea Novosti informierte am Dienstag über langwierige Verhandlungen mit Tadschikistan wegen einer längeren Präsenz des russischen Militärstützpunktes. Das Land stimmte zu. Dabei wird Moskau wird auch in Zukunft keine Gebühren für den Aufenthalt seines größten Heeresstützpunktes im Ausland bezahlen müssen. Das teilte der russische Heerchef Wladimir Tschirkin am Dienstag in Moskau mit. Die tadschikische Seite habe dem russischen Entwurf des Vertrages, der einen 49 Jahre langen Aufenthalt des Stützpunktes auf unentgeltlicher Grundlage vorsieht, grundsätzlich zugestimmt, sagte Tschirkin. Die Regierung des Zentralasiatischen Republiken habe versprochen, den Entwurf schnellstens mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Die Verhandlungen kommen zügig voran. Ich denke, wir werden demnächst Ergebnisse erzielen, die auf beide Seiten zufrieden sind. Fischer unterzeichnet ESM und Fiskalpaket. Es ist nicht zuerst eine Notiz auf der Bundeskanzler-Pinnwand auf Facebook, und ein Link zur gerade überlasteten Webseite des Bundespräsidenten Heinz Fischer hat ESM und EU-Fiskalpaket unterzeichnet. Diese ätzende Meldung aus Österreich kam am Dienstag von cyberweiber.at zur Prüfung.
die der Ösi Preser angekündigt hatte, ließ es sich nur wenig Zeit. Auch ein Verweis auf Deutschland, wo der Verfassungsgerichtshof sich einige Monate mit den beiden Verträgen befasst, scheint absurd. Das nennt man auch systemhörig. Als erstes reagiert, als die Politik zum Teil Sommerpause hat, BZÖ-Chef Josef Bucher via Aussendung. Vor kurzem noch hat Bucher, wie auch andere, an Fischer appelliert, mit der Unterschrift noch zu warten. Es war ebenso vergeblich wie all die Bemühungen von Attac und anderen, die auch mit fundierter Kritik an ESM und Fiskalpaket an die Öffentlichkeit traten. Was anderes war da eigentlich auch nicht zu erwarten. Das hatten wir auch schon mal. Die Österreicher preschen dann immer etwas vor, um den Deutschen zu zeigen, was sie zu machen haben. In der Aussendung forderte BZÖ von der Vorabprüfung von Staatsverträgen durch den Verfassungsgerichtshof wie in Deutschland. Die Unterzeichnung von ESM und Fiskalpaket durch Bundespräsident Heinz Fischer ist ein erneuter Beweis für die Überflüssigkeit seines Amtes. Wenn Fischer in seiner Argumentation auf die unterschiedliche Rechtslage zwischen Deutschland und Österreich verweist, dann zeigt das die mangelnden Möglichkeiten des Bundespräsidenten auf. Die Bundesrepublik oder die Bundesregierung übt zaghafte Proteste gegen die Allmachtsansprüche der US-Justiz, sagt die Berliner Umschau.com am Dienstag. Bereits 1789 maßten sich Gerichte Zuständigkeiten für Fälle an, die nichts mit den Vereinigten Staaten zu tun haben. Grundlage ist der Alien Tort Statute, ITS. Nun hat sich die Bundesregierung offenbar erstmalig zu einem, wenn auch denkbar schwachen Protest gegen diese Praxis aufgeschwungen. In einem Amicus Curiae-Brief, eine prozessual zulässige Intervention, zeigte sich besorgt über eine mögliche Verletzung deutscher Souveränitätsinteressen durch die Rechtsprechung von Gerichten in den USA, selbstredend im Interesse wohl auch auf Druck der Wirtschaft. Man kann nämlich in den USA sehr, sehr gut klagen gegen Bereiche hier im alliierten besetzten Gebiet. Davor haben in der Zwischenzeit viele, viele Leute Angst und wollen die, die das machbar machen, davon abhalten, dass sie drüben klagen. Da geht es dann nicht mehr um 10, 20, 30.000, da geht es um 10, 20, 30 Millionen. In Amerika ist das möglich. Auch gegen Organe hier in der Bundesrepublik Deutschland. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor. Anlass ist der Rechtsstreit Kiobel versus Shell, einer laut Grünen zum obersten US-Gerichts eingereichte Klage Esther Kiobels im Namen des im Niger-Delta ansässigen Ogoni-Volkes gegen die Royal Dutch Shell und deren nigerianische Tochtergesellschaft Shell Petroleum Development Company of Nigeria, die SPDC. Den Angeklagten werde danach eine Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstößen gegen das Völkerrecht vorgeworfen, darunter Folter und Hinrichtung führender Mitglieder der Organisation Movement for the Survival of the Organic People. Zwischen 1992 und 1995 soll Shell unter anderem die militärische Niederschlagung von Protesten des Ogoni-Volkes finanziell unterstützt und belastende und bewusst unwahre Zeugenaussagen gekauft haben. Nun hätten die Kläger vor dem US Supreme Court Entschädigungsansprüche geltend gemacht. Wie gesagt, das ist also dort möglich. Weshalb sich die Bundesregierung nun ausgerechnet dieses Verfahren für ihr generell zu begrüßenden Stirnrunzeln aussuchen musste, bleibt unklar. Offenbar hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie, der BDI, sich auf den Fall hingewiesen und mit Verweis auf diese grundsätzliche Bedeutung eine Stellungnahme der Bundesregierung an den US Supreme Court angeregt. Wird auch schön von relevanten Themen abgeleitet, man kann dadurch gut ableiten. Oder ist das einfach nur ein Sommerloch zu stopfen? Wie es hieß, hatte eine Analyse den Eindruck erweckt, dass die bisher eher zurückhaltende Rechtsauslegung des US Supreme Court zur Reichweite der internationalen Zuständigkeit US-amerikanischer Gerichte wegen Menschenrechtsverletzungen nach dem ATS bei der Beteiligung von international tätigen Unternehmen aufgegeben werden könnte. Man befürchtet, dass eine solche Auslegung des ATS im Falle einer möglichen Klage gegen deutsche Unternehmen zu rechtlichen Unklarheiten und einer Einschränkung des internationalen Handels führen kann.
Das ändere jedoch nichts am klaren Bekenntnis zum Menschenrechtsschutz, hieß es in der Antwort, dass sich die US-Justiz für den Einspruch aus Berlin auch nur im geringsten interessiert, ist dabei nicht zu erwarten. Ein ganz anderes Thema. Essen in Altenheimen begünstigt Entzündungskrankheiten. Die Darmflora von Altenheimbewohnern ist durch die in Altenheim angebotene Ernährung oftmals derart geschwächt, dass sich hieraus erhöhte Gesundheitsrisiken ergeben, die das Ergebnis einer aktuellen Studie, schrieb heilpraxisnet.de am Dienstag. Die Bakterien der Darmflora stehen laut Aussage der irischen Forscher vom University College Cork im Zusammenhang mit der Gesundheit im Alter und lassen sich durch eine abwechslungsreiche gesunde Ernährung beeinflussen. Veränderungen der Darmflora-Zusammensetzung sind mit mehreren chronischen Krankheiten wie Adipositas, entzündliche Krankheiten assoziiert, schreiben die irischen Forscher um Dr. Paul O'Toole vom Institut für Mikrobiologie am University College Cork in dem Fachmagazin Nature. Die Wissenschaftler hatten im Rahmen ihrer Studie die Darmbakterien von 178 erwachsenen Probanden mit deren Wohnsitz in der Gemeinde, deren Aufenthalt in Tagespflegen, Rehabilitationseinrichtungen und langfristigen Heimunterbringungen verglichen. Dabei stellten sie fest, dass individuelle Mikroflora beim Menschen, die sich in einem längerfristigen Pflegeaufhalt befanden, deutlich weniger vielfältig war als bei den üblichen Probanden. Rehabilitationseinrichtungen, Tageskliniken im Hause wohnender Probanden unterschieden sich bei der Befragung zu den Ernährungsgewohnheiten und stellte sich dann heraus, dass die zu Hause lebenden Studienteilnehmer sich abwechslungsreicher ernähren als die Bewohner der medizinischen Einrichtung. Bei ihnen stand häufiger Brot, Obst, Gemüse mit höheren Ballaststoffengehalt auf dem Speiseplan, während in den Altenheimen eine eher fett- und zuckerreiche Ernährung mit relativ viel Fleisch serviert wurde. Der höhere Ballaststoffgehalt hat auf die Darmflora der zu Hause wohnenden Studienteilnehmer offenbar eine äußerst förderliche Wirkung. Generell wird den Ballaststoffen ein positiver Effekt für die Verdauung nachgesagt. Dennoch waren die festgestellten Unterschiede in der Bakterienvielfalt der Darmflora bei der irischen Studie verblüffend. Hinzu kommt, dass eine deutliche Korrelation zwischen der Bakterienvielfalt der Darmflora und der Anfälligkeit für entzündliche Erkrankungen festgestellt wurde. Die ebenfalls im Rahmen der Studie erfassten Entzündungswerte im Blut seien bei den Altersheimbewohnern signifikant erhöht gewesen, berichtete O'Toole. Auch habe die allgemeine Gebrechlichkeit mit abnehmender Bakterienvielfalt im Darm zugenommen. Vermutlich werde die Nahrung bei vielfältiger Darmflora besser in ihre Bestandteile aufgespalten, wodurch die Aufnahme der einzelnen Nährstoffe leichter falle. Leider werden die Alten von der Gesellschaft, von den Jüngeren oft vergessen. Vergessen sollten wir nicht. Es waren oft unsere Eltern oder Großeltern, die da sitzen. Egal was. Jeder hat eigentlich Eltern. Und möglicherweise kommen die alle mal oder wollen alle mal ins Heim. Ich hoffe nicht. In Großfamilien werden sie besser aufgehoben. Das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.